Ich finde die lange Nacht der Wissenschaft super, weil man sich da einfach auch als, ich sag mal, ganz normaler Bürger wirklich informieren kann, was machen denn diese ganzen Forschenden eigentlich, was passiert da? Was gibt's Neues? Ist ja ein hochinteressantes Thema, die Röntgentechnik, was ihr hier alles macht, beeindruckend. Hier diese Mumie, die wirklich in einer irren Auflösung mit Maiskolben und allem, und das Ganze Jahrhunderte Jahre alt, also das ist schon ein Highlight. Es geht darum, zu untersuchen, unter welchen Bedingungen sich Pflanzen entwickeln können. Wir wollten Technologie sehen, sag ich mal, Technologie, die begeistert. Die Expertise hat uns sehr gefallen, die Fragen konnten so tief gehen, wie sie nur sein wollten und wurden alle perfekt beantwortet. Also war klasse. Also die Besucher, die da heute da sind, dürfen sich heute die XXL-CT-Anlage anschauen. Also ich denke, es ist deswegen cool, weil es relativ einzigartig ist. Also soweit ich das weiß, gibt es die Anlage so auf der Welt noch nicht. Oder jedenfalls ist es die erste ihrer Art. Und da ist es eigentlich eine gute Gelegenheit, wenn man sich das heute einfach mal anschaut, würde ich sagen. Ja.